Moin Leute und Servus zusammen hier bei Tiny Randoms zum Format Team Tiny Randoms. Eure Fragen, unsere Antworten hier oben, das Initialvideo dazu. Ich habe unter einem Video den Kommentar bekommen mit dem passenden Hashtag Team Tiny Randoms. Für mich und andere Neulinge im Hobby. Die Spinne ist eingezogen, die ersten Tage, erste Fütterung, Anzeichen für die Häutung. Was kann ich falsch machen? Habe mich gut vorbereitet, aber auf diesem Wege kann ich noch mehr Erfahrung erhalten. Könnte interessant werden. Viele Grüße, Mirko. Ja, was kann man denn falsch machen? Wenn eine Spinne einzieht, ist es immer ein besonderer Moment, wenn man dieses Tier erhält oder das erste Mal sieht, ob die Erwartungen getroffen wurden oder vielleicht sogar übertroffen wurden von der Größe her und so weiter und so fort. Es gibt, denke ich, zwei Parameter, wenn man ein Tier empfängt. Einerseits hat man seine Räumlichkeit, so wie ich hier, wo man quasi auch kurzfristig ein Tier in Empfang nehmen kann. Oder man hat es in den Wohnräumen, wo vielleicht auch Temperaturgegebenheiten noch eine Rolle spielen. Oder es ist vielleicht sogar die allererste Spinne. Denn es ist natürlich der besonderste Moment, den es unter Vogelspinnern zum Beispiel geben kann. Also, wenn wir Variante 1 haben, Räumlichkeit, kurzer Hand, dann kommt es darauf an, ob es ein Aufzuchttier ist. Ich spreche jetzt mal für mich in meinem Falle. Habe ich ein Aufzuchttier, kleines Tier, gelingt es mir innerhalb von wenigen Handgriffen oder Momenten die Anforderung für so eine Spinne herzustellen. Das kann eine Heimchendose sein, das kann eine Actiondose sein, die bei uns ja deutlich beliebter ist als die anderen Dosen, die es so auf dem Markt gibt. Es kann aber auch ein vollwertiges Terrarium sein und da ist für mich dann auch schon ein anderer Anspruch da, warum nicht technisch oder von den Gegebenheiten her, das macht für die Spinne keinen Unterschied, sondern Terrarium bei mir, die haben Rückwände drin, die sind jetzt neuerdings wieder bepflanzt worden, jemand mag sie nicht, die anderen mögen sie oder denen ist es egal, ja, solche Sachen. Und dann möchte ich auch lieber, dass diese Pflanze dann erstmal tatsächlich gegriffen hat, gut dahergegangen ist, gut, diese Terrarien hinter mir, die habe ich jetzt bepflanzt, nachdem die Tiere lange schon drin gesessen haben. Aber grundsätzlich versuche ich natürlich, die Pflanzen so anzusetzen, wenn man sie wieder rausruppen muss und die Spinne hat sie dann in Höhle gegraben, dann kann es sein, dass die Höhle hinten ein bisschen einstürzt, die Spinne ist dann voller Substrat und Bodengrund und so. Das wollen wir alles nicht haben. Ich gehe mir grundsätzlich davon aus, dass wir erstmal von einem Terrarium sprechen, weil bei der Variante Box zum Beispiel, Actionbox, ja, schön viel Bodengrund rein, eine Höhle, einen Wassernapf, vielleicht noch ein Ast zum Klettern. Ich mache immer ein bisschen Laub drin, habe ich in meinem Video gemacht, wurde ich gefragt, was hast du da eigentlich immer so drin rumliegen, erkläre ich, was da so drin rumliegt. Und dann ist es so, dass ich quasi hier schon die Gegebenheiten fertig habe. Von den Temperaturen her, bei mir sind es immer 23 bis 25 Grad hier in den Räumlichkeiten, von daher kann ich nicht allzu viel falsch machen. So, das Tier ist eingezogen in dem jeweiligen Terrarium, entweder ein hohes, ein flächiges, ein tiefes oder eins mit einem hohen Steg oder auf den Kopf gedreht, damit man es voll mit Bodengrund machen kann für die Röhrenbewohner. Davon gehen wir aus. Was macht man denn in den ersten Tagen, wenn eine Spinne eingezogen ist? Die Frage ist so einfach zu beantworten. Man macht einfach nichts. Denn nichts ist, denke ich, schlimmer für eine Spinne, in eine neue Umgebung zu kommen und dann fummelt man da noch ständig drin rum. Also Tür auf, Tür zu, Wasser nachfüllen, nochmal gießen, sprühen, ganz schlechte Idee, mache ich zum Beispiel gar nicht, ja. Solche Sachen. Also man kann das Tier primär stören, weil umgedreht sollte man das Tier einfach ins Terrarium setzen. Und natürlich erstmal beobachten. Und die ersten Tage sind besonders interessant, weil das Tier erkundet erstmal das Terrarium, je nach Größe, wie groß und wie aufgebaut es ist. Ja, läuft die paar Meter ab, ständig Kreise, wahrscheinlich dann eher primär nachts und fängt dann auch zu bauen. Ne? Kann aber auch sein, dass sie erstmal baut und die Höhle zumacht oder was auch immer. Aber das Tier ist, denke ich mal, am besten damit beraten, wenn es erstmal für sich ist. Das ist zum Beispiel immer ein Punkt, den ich gerne bei Neulingen oder Anfängern anspreche. Ne? Wenn man sich eine Spinne kauft und von den meisten Haustieren ist es ja so, dass es auch viel Freude bereitet, sich um sie zu kümmern. Hund, Katze, Maus braucht jeden Tag Aufmerksamkeit im Rahmen Futtergabe, Wasserwechsel und so weiter und so fort. Und das wird halt bei einer Vogelspinne nicht befriedigt. Und dann hat man ein einzelnes Tier da, die setzt man ins Terrarium. Und wartet dann, ne? Erdbewohner, Vogelspinnen, wer es mag, hier Haplopelmer und wie sie nicht alle heißen, hat man Terrarium, 70, 80 cm Bodengrund, ja, gibt es spezielle Haplotanks, nennt man die,
sticht man eine Röhre vor, kann man so mit so einem aufblasbaren Ballon machen, mit diesen langen, wo man so Hunde mit formen kann und knoten kann, kann so eine Röhre vorgeben und da kann das Tier dann rein. Na, wie ist die Erfahrung meistens? Also, das Tier zieht ein, schwupps, ins Loch rein und meistens sieht man sie dann tatsächlich mal, wenn die Füße so rausgucken und sobald man das Zimmer betritt oder irgendwas draußen passiert, schwupp, ist sie weg. Also sehr vorsichtige Tiere. Hat ein Anfänger nicht so viel von. Ein Anfänger freut sich eher davon oder darüber, wenn er das Tier sieht. Ne? Also da ist auch eigentlich, egal was es für ein Tier ist, einfach tatsächlich in Ruhe lassen und nichts machen. Wie lange? Keine Ahnung. 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen, nichts machen. Zum Thema Fütterung ist es natürlich auch relativ simpel oder auch manchmal nicht. Es gibt Spinnen, die fressen immer und überall. Es gibt Spinnen, ich glaube, die habe ich schon auf der Börse gesehen. Da sieht man dann auch, wo die Spinnen tatsächlich immer in dieser Heimchendose wohnen. Das sind Spinnen, die haben halbe Handfläche ungefähr, also die in diese Heimchendose reinpacken. Wenn da zum Beispiel lauter Kot drin ist, Häutungsreste, Futtertiere noch mit drin sind. Und es gibt Spinnen, die tatsächlich dann auf der Börse da sitzen und fressen. Also ich finde das schon sehr krass, weil die Tiere werden ja transportiert, Styrobox rein, Styrobox raus, auf den Tisch gestellt, Leute laufen an den Tischen lang und so, ne? Dann ist eine gewisse Geräuschkulisse da. Also es ist schon ein bisschen Halligalli da und die Tiere sitzen da und fressen. Gibt aber auch Tiere, die tatsächlich sensibler sind und erstmal gar nicht fressen. Das heißt, ziehen irgendwo ein. Und das ist auch so ein Punkt, wo viele Neulinge und Anfänger auch überfordert sind. Wenn so ein Tier tatsächlich mal eben auch 6, 7, 8, 9, 10 Monate nichts frisst, das kann tatsächlich passieren. Ja? Also, dass, wenn man ein Haustier hat wie Hund, Katze, Maus, die wirklich nahezu oder auf jeden Fall täglich fressen, dann ist tatsächlich der, ich sage jetzt mal, Otto-Normalverbraucher in Anführungsstrichen, also der Neueinsteiger, erstmal mit dem Gedanken überfordert, okay. Dass die jetzt mal eine Woche nichts frisst, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, aber schon 8 Wochen nicht, ja, das Tier muss doch krank sein und so. Und dann liest man auch oft im Bereich von Social Media, dass da erstmal die Leute besorgt sind, ja, die Vogelspinner und Vogelspinnerinnen machen sich dann Sorgen um ihr Tier und so weiter und so fort. Was man auch beachten muss, welchen Ernährungszustand hat das Tier, was quasi ich erhalten habe, entweder über den Postweg oder was ich mir gekauft habe. Das muss man sehen. Wenn eine Spinne sehr dick ist, also das Abdomen wirklich mehrfach größer als vorne der Vorderkörper, Carapax, dann muss man sich erstmal zurückhalten. Dann sagt man, okay, Win-Win-Situation. Du gewöhnst dich jetzt erstmal 4 Wochen ein und dann gucke ich nochmal, was deine Figur sagt und dann gucken wir mal, ob du Fressen annimmst oder nicht, ob es dann soweit überhaupt ist oder nicht. Das ist auch ein Punkt. Wenn das Tier überhaupt nicht fressen sollte und die Parameter stimmen, das heißt, das Tier sitzt irgendwie nicht bei 15 Grad, aber auch nicht bei 32, 35 Grad, dann werden sie eh gegrillt und das passt alles. Ja, dann kann es sogar sein, dass es Tiere gibt, die zum Beispiel das von dir euch angebotene Futter einfach nicht fressen. Es gibt so diese Bienenwachsmahnen, diese ganz großen, fressen viele nicht. Zophobas gehen keine dran. Ich verfüttere auch keine Zophobas, sehe es aber immer wieder. Warum frisst meine Spinne keine Zophobas? Weil sie keine Zophobas frisst. Heimchen, meine erste Wahl ist bei den kleineren sind es Steppengrillen von Mikro bis Adult. Und dann kommen gleich die Schaben hinterher. Das ist das, was ich so primär füttere. Aber ich habe hier auch Futterspezialisten, zum Beispiel hier oben Lasodora parahybana. Die frisst tatsächlich primär nur die Waldschaben. So, nichts weiter. Ja? Die hat früher tatsächlich auch nur Heimchen gefressen. Keine Mittelmeergrillen. Also Heimchen und Steppengrillen. Bei mir immer ein und das gleiche. Dann gibt es die etwas größeren, die auch deutlich lauter sind. Das sind die Mittelmeergrillen. Hat sie nicht gefressen. Ja? Also hat sie diese Heimchen bekommen oder Steppengrillen in meinem Falle immer und ist dann irgendwann auf die Schaben übergegangen. Das ist so. Aber heute, wenn ich ihr ein großes Heimchen auf einer Pinzette hinhalte, nimmt sie es mir ganz, ganz vorsichtig darunter. Ne? Also sie nimmt das schon wahr. Und sie hat sicherlich auch schon eine Mittelmeergrille angenommen, hat die aber dann links liegen lassen. Und sie hat die quasi reingebissen und hat die dann liegen lassen. Mag sie einfach nicht, komische Konsistenz oder vielleicht ist es der Panzer oder so. Ich weiß es nicht, mach mir darüber aber auch keinen Kopf, dann bekommt sie einfach etwas anderes. Gibt es denn auch nicht so, dass ich sage, okay, ich lasse dich jetzt so lange hungern, bis du das halt frisst. Ne? Das gibt es bei mir auch nicht.
Ein weiteres Thema war die Häutung. Woran erkenne ich eine Häutung oder wie sollte ich damit umgehen? Ja, also es kann sein, dass man die Häutung ganz klassisch erkennt. Bei Bodenbewohnern kommt es immer wieder vor, dass die die Haare abstreifen. Dann haben sie ja hinten diesen orange-beigen Fleck am Abdomen, wo keine Haare sind. Und das wird dann irgendwann dunkel, schwarz. Und dann sind es nur noch wenige Tage meistens oder eine Woche, eineinhalb Wochen bis zur Häutung. Kommt aber auch darauf an, wie groß, wie alt das Tier ist, was es für ein Tier ist. Und dann geht es in die Haut. Ganz so trocken sollte es nicht sein. Ich mache das dann, wenn die Tiere kurz davor sind, sich hinzulegen, dass ich eine Stelle vom Terrarium immer anfeuchte, ein bisschen Luftfeuchtigkeit nochmal erhöhe für diesen besonderen Moment. Und ja, woran erkennt man das? Ganz einfach, im Zweifel gar nicht. Das kann sein. Passiert ja auch regelmäßig, wo ich sage, okay, nimm kein Futter an, raus und dann liegt irgendwann eine Haut vorne an der Scheibe oder hinten in der Höhle. Es gibt eine Pamphobetheus bei mir, die ihre Häute irgendwie in der Höhle sammelt und einbaut. Ne? Die meisten legen sie vorne an die Scheibe oder schmeißen sie aus der Höhle raus oder was auch immer. Ne? Die Psalmopeus, die legen sie dann auch vorne ab oder spinnen sie mit ein, bauen sie auch mit ein. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, dunkles Abdomen, beziehungsweise gar nicht, Futterverweigerung. Oder, versuche ich mal hier ein Bild einzublenden, Höhle wird dicht gemacht, ist meistens Pamphobetheus bei mir Garant dafür, dass da demnächst eine Häutung ansteht. Was macht man? Gar nichts. Also ihr merkt, die Fürsorgepflicht ist sehr übersichtlich. In den meisten Fällen macht man gar nichts und damit macht man immer verdammt viel richtig. Man lässt das Tier einfach so, wie es ist. Und dann gibt es auch tatsächlich, kommen auch regelmäßig Leute auf mich zu und sagen, ja, meine Spinne ist aber schon seit 8 Wochen in dieser Höhle drin. Dann lass sie da drin. Also was willst du machen? Willst du die Höhle aufmachen und reinleuchten? Ja, kannst du machen. Ja, geh mal mit dem Pinsel rein, mach ein kurzes Loch, guckt. Und was sieht man da? Sieht man meistens, dass die Spinne da sitzt. Also spart euch das einfach, spart es der Spinne, lasst die Höhle so zu, wie sie ist und fertig, aus Ende. Das ist die ganze Geschichte da dran. Im Großen und Ganzen wird bei uns weniger ist mehr ganz groß über dieses Hobby geschrieben. Weil umso weniger man diese Tiere nervt und noch füttern will und nochmal irgendwie gießen und nochmal einen anderen Stein rein und nochmal die Wurzel leicht verdrehen. Das sind alles so Parameter, die diese Tiere einfach nicht brauchen. Wichtig ist, dass sie ihre Terrarium-Einrichtung so haben, wie sie haben, wie sie sie kennen, mit der sie ja auch interagieren. Das heißt, sie häufen da Boden an, nehmen es da weg. Da wird mal ein Ast von da nach da getragen. Bei meinem Perinorilus, was die auf Laub abgehen. Damit meine ich einfach, dass die das Laub nehmen und in ihre Wohngespinste mit einbauen. Ich weiß nicht, ob es als Verstärkung ist oder Regen, Nässe, Feuchtigkeitsschutz oder einfach so, weil es sich anbietet. Ich weiß das alles nicht. Ja? Aber Fakt ist, sie nutzen das und dann kriegen sie Laub. Nicht alle, also von 4 Stück machen das 3. Aber ich finde das super einfach. Und wenn man das weiß, kann man das berücksichtigen und dann lässt man sie auch so in Ruhe. Ne? Also grundsätzlich ist es so, weniger ist mehr, weniger machen ist mehr. Und wenn man etwas verändern möchte oder so, dann sollte man auf jeden Fall ein bisschen, ich sag mal, Achtung geben. Ein Punkt, wo viele Erfahrungen machen, wo sie einfach nachfassen, das ist der, wo der Boden absackt. Also es ist zum Beispiel so, wenn ihr Erde ins Terrarium gebt und ihr gebt das so locker rein, ich gebe euch den Tipp, presst das mal an. So mache ich das zum Beispiel bei den Terrarien und dann gieße ich den einmal so über. Nicht, dass das Wasser da drin steht, das Tier ist da nicht drin. Also wenn ich ein Terrarium einrichte, ist primär natürlich das Tier nicht drin. Ich sage es extra dazu, ne? Nicht, dass wir uns irgendwie missverstehen. Dann drücke ich den Boden an, den Bodengrund, die Erde, gieße das und lasse das mal so 2 Stunden stehen. Dann sieht man, dass der Boden wieder abgesackt ist. Und dann gebe ich da wieder Erde drauf und gieße das wieder über, lasse das Terrarium offen und dann hier in den Räumlichkeiten ist es auch so, dass das Terrarium auch einfach schnell dann wieder durchtrocknet, also nicht zu nass ist. Das ist so, dass das viele sagen, oh, meine Erde ist total wenig geworden. Dann geben sie wieder Erde dazu, die Spinne kommt raus, hat irgendwo gesponnen und so und wundert sich wahrscheinlich die ganze Zeit, was da draußen passiert. Diesen Schritt kann man irgendwie übergehen, indem man das einfach so macht
und tatsächlich dann auch irgendwie mit so, wenn man so 20 cm Bodengrund den Tieren bietet, ja, gut, die Höhle drauf und dann kommt da auch nochmal Boden drauf. Das heißt, die haben so 30 cm Boden an der höchsten Stelle zur Verfügung. Ist es dann so, dass das wirklich alles absacken kann? Der Vorteil ist, wenn man das macht, dass und danach die Höhle ansetzt, dass die alles sehr grabfähig ist, weil der Boden kompakter geworden ist. Das kann ich nochmal grundsätzlich empfehlen. Summa summarum also, Mirko und alle anderen da draußen, weniger ist mehr. Eher beobachten, dafür sind die Tiere da. Und wenn man sie dann verpaaren möchte oder so, dann hat man natürlich auch die Chance, dass man da mehr machen muss. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man dann so viele Tiere hat von den Spinnen, weil eine alleine ist nicht so besonders aufwendig und ja, befriedigt einen, denke ich mal, auch nicht in dem, was man alles machen möchte. Und ja, gibt es aber viele Leute, die tatsächlich auch eine Spinne haben und das ist dann die Spinne und die wohnt dann halt auch einfach da. Ja, bis hierhin hoffe ich, deine Frage gänzlich beantwortet zu haben, die einzelnen Punkte. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Beobachtungen macht, wenn ihr Tiere neu ins Terrarium setzt, wie das Verhalten dabei ist, wie unterschiedlich es ist, wie ihr dabei vorgeht. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren, wie ihr das so handhabt. Schreibt es unten rein, ich lese das mit großem Interesse. Bis dahin bleibt ihr bitte auf jeden Fall gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ahoi.